Bauern, Verbraucher, Umweltverbände und Politik diskutieren über Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und umweltfreundliche Produktionsverfahren. Die Grüne Woche in Berlin ist politisch wie nie. In Berlin haben tausende Menschen für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft protestiert. Die Veranstalter sprachen von 27.000 Teilnehmern, darunter auch viele Landwirte. Sie waren in einer Sternfahrt mit Traktoren in die Innenstadt gefahren. Aufgerufen hatte das Bündnis »Wir haben es satt« aus Bauern, Naturschutz- und Verbraucherorganisationen. Sie fordern von der Bundesregierung eine Wende in der Agrarpolitik. Tags zuvor hatten bundesweit tausende Bauern protestiert, vor allem Anhänger der konventionellen Landwirtschaft. Wir bekommen zu wenig Wertschätzung, klagen viele, und über Willkür und Preisdruck vieler Großabnehmer.